Ein Festtagsklassiker. Vor allem im Oberpfälzer Karpfenland. Hans Schiesel lebt seit über 40 Jahren für den Speisefisch. Damit verdient er als Teichwirt sein Geld und der Karpfen bringt ihm viele Gäste. Die will er nicht nur für den Genuss, sondern auch für das Interesse an der Teichwirtschaft gewinnen. Gemeinsam geht's zu seinen Teichen. Dort erzählt er dann beispielsweise vom Laichen und Flirten der Karpfen. Die Männchen, die stellen dann oft die Schwanzflosse aus dem Wasser raus. Da muss er im Imponiergehabe. Ihr Frauen sagt sich da, wo sind das für ein stolzer Gockel, weil er durchgeht wieder, weißt du schon. Aber auch fischfressende Tiere sind Thema. Allen voran der Kormoran, Reiher, Biber und inzwischen auch der Otter. Aus den Teichen fischen sie vor allem die einjährigen Jungtiere. Nur etwa 20% von ihnen überleben das erste Jahr. Schiesel verliert dadurch mehrere 10.000 Euro jährlich. Aber er gibt nicht auf. Das war vielleicht der innere Schweinehund, wie man so schön sagt in der Oberpfalz. Das hat man wahrscheinlich als Unternehmer drin, dass man sagt, ich will nicht aufgeben, ich will mich nicht bloßstellen. Darum haben wir auch ein zweites Standbein angefangen. Meine Frau hat einen Partyservice begonnen vor 10 Jahren und dann seit 8 Jahren haben wir eine Hofgastronomie. Da vermarkten wir auch noch die Karpfen. Daraus ist ein kalkulierbares Geschäft geworden. Rund 150 angemeldete Gäste hat er pro Woche. Das rentiert sich aber nur, weil neben seiner Frau und Cousine auch die 3 Kinder mit anpacken. Sohn Johannes hat den Fischereibetrieb bereits 2012 übernommen. Weil es mir Spaß macht. Ich bin jeden Tag in der Natur draußen, bin mein eigener Chef. Und wenn ich sagen kann, das ist mein Produkt, das habe ich 3 Jahre großgezogen. Und dann kann ich das schlachten und kann das den Gästen servieren und zubereiten und es schmeckt ihnen. Voraussetzung, die Population der fischfressenden Tiere breitet sich nicht weiter aus. Treffen Naturschutzbehörden und Politik keine Regelungen, droht vielen Teichwirten das aus. Vor allem, wenn ihre Teiche in Naturschutzgebieten liegen. Damit sind zusätzliche Auflagen verbunden. Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, ist natürlich alles gebührenpflichtig. Wir dürfen also nur 15 Kormorane schießen. Das ist auch so eine Verordnung, wo man drüber lächeln kann. Weil wenn also 400-500 Kormorane ständig da sind, dann muss man mich fragen, was man sich dabei gedacht hat. Was hilft? Geburtenkontrolle. Zum Beispiel die Eier der Kormorane anstechen. Denn werden sie entfernt, legt der Vogel nach. Familie Schiesel wird weiter für das Image des Karpfen werben. In ihrer Blockhütte klappt das schon ganz gut.